Panik im Flieger und Todesangst. Und gestern, Leute, habe ich den Tod vor meinen Augen gesehen. Fröhlich, glamourös und strahlend, so präsentiert sich Reality-Star Eva Benetatu üblicherweise ihren über 200.000 Followern auf Instagram. Ganz anders nach ihrem Horrorflug nach Ibiza. Eva bei Instagram aufgewühlt und emotional. Mit ihr an Bord auch ihr kleiner Sohn. Wir sind komplett durchgerüttelt, geschüttelt worden, einmal hoch an die Decke geknallt. Die Leute waren am Schreien, weinen. Ich dachte, das Leben ist jetzt vorbei. Ein Flugtracker zeigt den ganzen Horror. Eigentlich soll es mit Eurowings von Hamburg nach Ibiza gehen. Flug 7514 startet kurz nach 8 in Hamburg. Planmäßig geht es über Europa bis zum Mittelmeer. Wegen einer Unwetterlage haben die spanischen Behörden für die Balearen am Boden Alarmstufe Orange ausgegeben. Augenzeugenvideos zeigen, in der Luft ist es vielfach schlimmer. Evas Maschine fliegt mitten ins Unwetter, bekommt keine Landeerlaubnis und kreist und kreist und kreist. Die Flugkurven zeigen ein Luftloch, in der der Flieger gut einen Kilometer an Höhe verliert, ganze 1000 Meter absackt. Dann auf dem Festland in Alicante die Notlandung. Eva hat selbst 4 Jahre lang als Flugbegleiterin gearbeitet. Wieso der Flug nicht von Anfang an aufgrund der Unwetterlage gecancelt worden ist, für sie absolut unverständlich. Ich bin einfach völlig entsetzt, als Ex-Flugbegleiterin, aber auch als Passagier, wie unverantwortlich das Ganze abgelaufen ist. Klar, Turbulenzen passieren täglich. Okay, aber das war nichts Tägliches.